Im vorigen Video haben wir hier die Fahrer, die mit so einer Geschwindigkeit gefahren sind, in so einer Zone. Und wir haben dann per S-Verweis die Strafe und die Punkte ermittelt. Die Strafe wurde so ermittelt, dass man die Geschwindigkeit, sieht man hier, die Geschwindigkeit minus die erlaubte Geschwindigkeit, also die tatsächliche Geschwindigkeit minus die erlaubte Geschwindigkeit. Und an diese Differenz hat man dann in der Nachschlagtabelle gesehen hier, Strafe 2, in der Straftabelle, und dann hat man anhand mit Spaltenindex 2 hat man die Strafgebühren ermittelt, und mit Spaltenindex 3 hat man dann die Punkte ermittelt. Ja? Und da sieht man dann hier Spaltenindex 2 für die Strafe und Spaltenindex 3 für die Punkte. Jetzt wollen wir dieses Beispiel ein bisschen komplexer gestalten. Man hat hier jetzt, ich habe jetzt hier eine weitere Tabelle hinzugefügt, das sind die Sünder, das heißt Leute, die schon mal bei der Polizei erfasst wurden. Ja? Und das sind die zwei, braun und groß. Und die hatten schon damals drei Punkte, jeweils drei Punkte, und andere zwei Punkte kassiert. Ja? Und jetzt wollen wir hier dieses Beispiel komplexer machen. Und zwar, die Sünder, die schon erfasst sind, müssen doppelt zahlen. Okay? Das heißt, wir wissen jetzt, der braun und groß, die haben beide, die sind schon mal erfasst. Das heißt, die müssten eigentlich hier, die Strafe hier müsste eigentlich 320 bzw. 180 sein. Ja, das ist mal das Erste. Und zweitens, bei der Punkte will ich so, dass Sünder kriegen ihre Punkte addiert. Okay? Das heißt, zum Beispiel der Braun hat jetzt hier 2 kassiert und vorher hat er 3, also es müsste hier dann 5 stehen. Okay? Jetzt, wie kann man sowas machen? Ich glaube, am besten ist, man macht das Schritt für Schritt. Fangen wir mal an, wie kriegt man die Sünder raus? Also wie kann man das machen? Das kann man mit dem S-Verweis machen. Und da schlägt man hier eine neue Spalte, Sünder, Fragezeichen. Und da kann ich mit dem S-Verweis arbeiten. Jetzt, nach was kann ich suchen? Ich könnte natürlich nach einem Vornamen suchen. Aber was ist, wenn ich jetzt mal hier zwei Leute habe mit demselben Vornamen? Oder ich könnte auch nach einem Nachnamen suchen, aber genau dasselbe Problem. Es gibt bestimmt viele Leute mit demselben Nachnamen. Deswegen könnte man jetzt hier bei dem einfachen Beispiel mal eine Kombination machen aus Vorname und Nachname. Nutzt man das als Suchkriterium. Wenn man das nutzt, muss man aber vorher den Matrix oder diese Nachschlagtabelle dementsprechend modifizieren. Das heißt, ich muss hier vorne als erste Spalte eine Spalte haben, die genau diesen Inhalt vom Suchkriterium hat. In dem Fall haben wir gesagt, wir wollen Vor- und Nachname, also gut. Dann füge ich hier eine neue Spalte. Die nenne ich Suchgut. Okay. Und ich tue sie mal dementsprechend auch formatieren. So, und der Suchgut ist Vorname und Nachname. Ich schreibe jetzt nicht die Namen nochmal rein, sondern benutze hier eine Art Formel oder Funktion. Und die nennt man Textverkettung. Ich will die zwei Texte Vor- und Nachname zusammenketten. Und wie man das macht, ist so, ist gleich Vorname. Und ich möchte auch gern nicht, dass die Namen zusammenkleben. Machen wir es erstmal so. Jetzt kleben die Namen zusammen. Nicht sehr attraktiv und ist auch nicht sehr lesbar. Deswegen wäre mir lieber, wenn man zwischen den Vor- und Nachname auch so eine Art Trennzeichen hat. Ich nehme diesmal so einen Unterstrich. Ja, und deswegen, wie man das macht, ist, machen wir das mal weg. Jetzt habe ich den Vorname. Gänsefüßle auf, Unterstrich, Gänsefüßle zu. Jeder Text, den man eingibt, der kein Zeltbezug ist, muss man in solche Gänsefüßle eingeben. In dem Fall der Unterstrich, das ist kein Zeltbezug, deswegen gibt man den solche Gänsefüßle ein. Und dann wieder und dann den Nachnamen. So, und jetzt habe ich genau das, was ich brauche. Ich tue nochmal Format übertragen mit dem Pinsel. So. Und so habe ich jetzt mein Suchkriterium. Also das, nach dem suche ich. Okay, und genauso werde ich jetzt den S-Verweis so erstellen. Bis gleich. Ich werde jetzt auch in diesem Beispiel keinen Funktionsassistent benutzen, weil wir werden jetzt hier relativ komplexe Funktionen erstellen, und deswegen ist es sehr mit dem Funktionsassistent ist es dann sehr, sehr schwierig, sowas zu erstellen. Deswegen ist es wesentlich einfacher, das per Hand zu machen. Ja, S-Verweis. Klammer auf. Jetzt, was ist unser Suchkriterium? Unser Suchkriterium ist nicht der Vorname oder Nachname, sondern genau wie wir es vorhin gemacht haben, nämlich Vorname und den Unterstrich und den Nachnamen.
Jetzt S-Verweis, Spalten, den Matrix. Markiere ich hier die Spalten. Ja, wie ich schon vorher auch schon erwähnt, man markiert die Spalten anstatt und nicht nur den Bereich, sondern bei Spalten hat man einen Vorteil, jetzt, wenn neue Namen kommen, werden die sofort in der Matrix erfasst, während wenn ich jetzt nur diesen Bereich markieren würde bis Zeile 3, dann jedes Mal, wenn ich neue Namen hinzufügen, müsste ich die Formel nochmal erneut ändern und in den Bereich erweitern. So, wir wollen jetzt die Punkte haben. 1, 2, 3, 4, das wäre Spaltenindex 4. Und Bereichsverweis ist auch wieder hier falsch, weil zwischen den unterschiedlichen Personen kann nichts existieren. Also entweder habe ich die Person, da ist nichts dazwischen. Deswegen hier falsch. Okay. So, und da habe ich NV, das heißt nicht vorhanden. Und da habe ich dann, und das ist eigentlich zwar hier ein Fehler, aber nicht ein Fehler in der Kalkulation, sondern das ist ein Fehler, den ich erwartet habe, weil der Henry Le Bon ist kein Strafsünder. Also da ist gar nicht in der Datenbank erfasst und daher kommt auch nicht vorhanden. Ja? Jetzt, wie kann man das so machen, wie kann ich das so machen, dass ich jetzt diese Fehler, mit solchen Fehlern kommt man in Excel nicht weiter. Man muss irgendwie diese Fehler jetzt mal ausschalten, weil wenn ich jetzt hier kalkulieren will, dann bleibt der Fehler da. Und deswegen, wie man sowas macht, man kann mit einer einfachen Wenn-Bedingung die Fehler ausschalten. Nehmen wir mal an hier, wir wollen jetzt die Faktoren ermitteln. Ja, wir haben ja gesagt, Sünder zahlen doppelt. Das heißt, da wo Sünder sind, da müsste eigentlich ein Faktor 2 erscheinen. Und hier auch. Und bei den anderen einfach nur ein Faktor 1. Okay, und wie man das macht, ist so. Ist gleich. Wenn. Und da ist die Funktion IstFehler. IstFehler. Und dann die Zelle, ich komme jetzt hier nicht dran an der G2, ich würde es mal per Hand schreiben. G2. Wenn G2 falsch ist, also das heißt nicht vorhanden, das heißt, es ist kein Sünder, dann ist es ein Faktor 1. Und falls es ist kein Fehler, also die Person ist in der Datenbank erfasst, dann kriegt er einen Faktor 2. Okay, und da sieht man hier, das ist die Formel hier, ich sage es nochmal, G2 ist hier das Resultat vom S-Verweis. Wenn es ein Fehler ist, sprich es ist kein Sünder, dann ist es ein Faktor 1, also das heißt, seine Strafe wird um 1 multipliziert, also sie bleibt wie sie ist. Ansonsten, das heißt, er ist erfasst, das heißt, seine Strafe wird um 2 oder um 2 multipliziert. Okay, wenn man das jetzt runterzieht, sieht man, man hat den Faktor 2 da, wo man es erwartet, nämlich bei den 2. Okay, jetzt, wir wollen es ja mal ein bisschen, jetzt, dass die Strafe, die jeder zahlen muss, ist dann ganz einfach kalkuliert. Das da mal Faktor. Und so, der erste hat 0. Und der hat die 320, wie wir vorhin erwartet haben. Die 2 bleibt bei 90, weil die ja gar nicht erfasst sind. Und der ist bei 180. Okay, also von dem Prinzip her haben wir das erste schon erreicht. Mache ich mal blau. Allerdings sieht es nicht so ganz toll aus, weil ich möchte gerne, dass die Strafe hier in einer Spalte gerechnet und nicht in zwei. Okay, und das ganze Zeug hier möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Ja, die Strafe muss hier kalkuliert werden und diese zwei Dinger brauche ich gar nicht. Okay, das heißt, wir müssen die ganze Arbeit, die wir hier über drei Spalten gemacht haben, über drei Zellen gemacht haben, müssen wir jetzt alles in dieser Zelle machen. Jetzt fangen wir mal an. Hier hat man die Formel und das heißt, die Strafe wird anhand von der Geschwindigkeit ermittelt. Soweit okay. Jetzt, wir müssen jetzt hier einen Faktor hinzufügen, nämlich diesen Sündenfaktor, 1 oder 2. Ja, und das heißt, wir können so anfangen, mal, und jetzt kommt diese Wenn-Funktion, wenn. Und genau dieselbe Arbeit wie vorhin ist Fehler, Klammer auf, wo ist der Fehler? Wenn hier ein Fehler ist, okay, dann ist es kein Sünder, dann 1 und dann 2. Ja, also was ich hier, wie man hier sieht, das ist eine Multiplikation, das ist der eine Block, der holt die Strafe raus anhand von der Geschwindigkeitsdifferenz und das ist der Block, der sagt, ob diese Person Sünder ist oder nicht. Wenn G2 falsch ist, ist es kein Sünder, dann ist Faktor 1, dann wird es mal 1, ansonsten mal 2.
Okay, und da hat man hier, wenn man das jetzt runterzählt, hat man genau die Strafen wie hier. Die kann man eigentlich löschen, braucht man nicht mehr. Und das könnte man eigentlich löschen. Ja? Okay, so hat man das. Jetzt könnte man noch kompakter machen, dieses Sünder-Dings auch wegmachen. Und zwar, was man da macht, wir haben hier Istfehler G2. Was ich jetzt in solche Fälle mache, ist, ich nehme einfach diese Formel, so wie sie ist, kopiere und anstatt G2 schiebe ich diese Formel rein. Okay, ich mache mal hier das ein bisschen breiter. So, und so sieht man, also was ich jetzt gemacht habe, tun wir raus und dann runterziehen und ich brauche nicht mal die G2 jetzt. Ja? Und hier, so werden eigentlich, wenn man jetzt mit Excel professionell arbeiten will, so werden eigentlich komplexe Kalkulationen gemacht. Man legt sie erstmal in Spalten aus, man kalkuliert die einzelnen Komponenten in separate Spalten und dann peu à peu legt man jede Komponente wieder zurück in der ursprünglichen Spalte. Ja? Ich meine, ich würde nie so eine Formel so auf Anhieb so schreiben. Ja? Ich tue das erst kalkulieren. Wir sehen jetzt hier, der letzte Teil, das war ja alles in der G, dieser Teil, den habe ich einfach von der G dann kopiert und hinzugefügt. Und dieser Teil mit 1, 2 hat man dann in der anderen Spalte auch. Ja? Also so hat man jetzt eine komplexe Formel, die ist schön kompakt. Aber die Kalkulation oder wie man zu der Formel kommt, da muss man in kleine Schritte gehen, immer in einer separaten Spalte und man dann, kann dann immer jede Spalte dann in der anderen dann integrieren, um so kompakt alles zu kalkulieren. Okay, und so hat man jetzt die ganze Geschichte. Jetzt hier auch die Punkte, wollen wir auch die Punkte addieren und da könnte man auch hier gehen, man kann das jetzt, oder machen wir es mal nochmal separat. Ich denke, ich mache die Punkte.